Ja, wir wollen heute erstmal natürlich über die Sachen sprechen, die letzte Woche gelauncht worden sind, passiert worden, gemacht worden sind bei Bitpanda. Und zwar über den Club und über das Zinsprodukt. Ja, Henry, du hast da auch schon ein paar Sachen, glaube ich, vorbereitet. Okay. Ja, gut. Ja, also das neue Zinsprodukt, Werner, was sagst du dazu? Wie findest du es? Als Deutscher ist es ja sehr cool mit den 25%. In Österreich mit dem progressiven Steuersatz ist halt für die Leute, die jetzt mehr verdienen, ein bisschen, ja, ein zweischneidiges Schwert, würde ich es mal so sagen. Ja gut, in Österreich weiß ich es nicht. Also für Deutschland finde ich es ein richtig gutes Produkt. Denn gut, wir rechnen jetzt in Euro. Also die meisten, die aus Deutschland oder kommen, die haben ja dann auch, wenn Euro drauf, auf dem Konto. Ja, und es gibt bis zu 2,89%. Ich habe das gerade hier offen. Also von 2,57% bei VIP5 bis 2,89%. Nee, Quatsch, von 2,57% ohne VIP. Bis 2,89% mit VIP5. Und wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, vielleicht ist es ja auch wirklich ein Produkt für Leute, die etwas mehr Geld an die Seite legen oder anlegen. Ich sage mal, wenn man das jetzt mal wirklich mit einer Million Euro hochrechnet, dann hast du nach einem Jahr 28.900 Euro an Zinsen raus. Klar, natürlich vor Steuern. Aber wenn du dir dann vorher Best VIP5 gekauft hast, dann hast du dein Geld wieder raus, hast noch, ich weiß nicht, 8.000 oder 9.000 Euro Gewinn gemacht, hast deine 50.000 Best noch und wenn du dann die Rewards beanspruchst, auch noch die Rewards. Und die sind ja in Deutschland auch noch nach einem Jahr halten steuerfrei. Also ist das schon eine Sache, wo ich mir denken könnte, wenn man das nochmal wieder hochrechnet, wenn das 1.000 Leute machen, dann bist du mal locker eben bei 50 Millionen Best, die vom Markt sind, die gelockt sind. Und wenn du das dann wieder raus hast, das Geld, dann ist es ja auch so, dass du für die nächsten Jahre, wenn das Produkt so weiterläuft, die Vorteile auch noch nutzen kannst, eben als Anleger. Und ich denke mir schon, wenn das erstmal im Mainnet ankommt oder im Mainstream eben, dass es so ein Produkt gibt, was sich anpasst, dann könnte der eine oder andere Best mit 5 dazukommen. Oder was meinst Ja, du, ich bin echt Henry? gespannt, ob da noch ein paar dazukommen wegen dem Produkt. Muss man einfach beobachten. Ich habe jetzt auch bei der Comdirect gesehen, gibt es über 3% für 6 Monate fix. Ja, ich weiß halt nicht, wie die Leute drauf sind. Das muss man einfach sehen, wie viele auch USD auf Bitpanda halten wollen und Pfund, weil die Engländer sind ja da auch dabei. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass einige ihre Pfund da lagern werden. Aber das muss man halt jetzt über die Zeit beobachten. Aber allgemein finde ich, ist das Zinsprodukt gut. Für Österreicher wäre es halt praktischer, wenn es wirklich ein Zinsprodukt ist, wo man 25% drauf zahlt und nicht die, ja, bis zu 55%, je nach Einkommen. Ja, Wie viel das kriegst du denn da ist, also wenn Steuersatz? Ist da. das denn, mit normalen Zinsen auch, wenn du jetzt mal irgendwo anders irgendwo Zinsen bekommst? Ich sage jetzt mal zum Beispiel bei Comdirect, du meldest dich bei Comdirect an und Nein. kriegst da die 3,25% Zinsen. Das kommt immer darauf an, ob es über dieses Derivat läuft. Ja. Normale Ah, okay. Zinsprodukte haben 25%, aber wenn es ein Derivat ist, dann kommt es zum Einkommen dazu, wird es zum Einkommen dazu gerechnet und dann kommt der Einkommensteuersatz und der ist halt, es ist halt praktisch für Leute, die wenig verdienen, die sparen sich viel oder Studenten, die jetzt nur einen Teilzeitjob haben und unter 11.000 Euro sind, ja. Weil die müssen gar keine Steuern drauf zahlen auf die Zinsen, ja, wenn ihr Einkommen niedrig ist. Aber für Leute, die halt mehr verdienen, ist es halt unpraktisch, weil du halt mehr Steuern zahlst als das, was du mehr bekommst jetzt durch den Zins. Nee, es ist natürlich auch die Sache, ich sag mal, wenn man wirklich Großanleger ist und vielleicht ein Unternehmen hat. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Gibt es da vielleicht aber auch nochmal andere Möglichkeiten, das zu versteuern? Weil ich weiß, also hier in Deutschland, wenn man eine GmbH gründet oder eine Gesellschaft gründet, dann hat man auch wieder ganz andere Möglichkeiten, steuerlich geltend zu machen. Vielleicht ist das in Österreich ja auch so. Und vielleicht ist es ja wirklich, dass es eher, was ist ja eigentlich ein Produkt für Großinvestoren, diese Derivate, wo man ja eigentlich als normal Kleinanleger gar nicht reinkommt. Ich glaube, erst ab einer Million
kann man da investieren. Und wie Ja, gesagt, genau, einer Million. Bitpanda, die sammeln das Geld ja und investieren das dann sozusagen in unserem Namen. Und gut, jetzt vielleicht die Großanleger, die es einzeln investieren können, die haben vielleicht nochmal ganz andere Konditionen, nochmal ganz andere Möglichkeiten, das steuerlich geltend zu machen. Ja, vielleicht über eine Firma laufen lassen, etc. Also, da gibt es sicher Möglichkeiten. Aber was sagst du zum Bitpanda Club? Das würde mich mehr interessieren. Findest du die Nachricht positiv, negativ? Ich glaube, du hast sogar reingeschrieben in Telegram, sie sollen alle aufhören zum Rumheulen. Was hast du damit genau gemeint? Erzähl mal, Werner. Ja, warte mal, ich suche mal eben meinen Post raus, den ich geschrieben habe. Denn es ist ja wirklich so. Also, es ist im Moment Bärenmarkt. Und im Bärenmarkt ist ja eigentlich so, dass die Unternehmen bauen, Produkte, neue Produkte schaffen und sich eben bereit machen für den Bullenmarkt. Und da ist es ja so: Moment, ich gucke mal eben nach meinem Post. Ich glaube, ich habe ihn dir auch geschickt. Und dann ist es ja wirklich so, dass die Sachen, die müssen jetzt eben funktionieren. So, ich habe mal gefragt, was denn gelauncht werden sollte, damit alle zufrieden sind. So die eierlegende Wollmilchsau, die in den Heiligen Gral ihre Milch gibt. Dann klar ist es nicht für alle was dabei, aber es entwickelt sich kontinuierlich weiter. Die Angebotspalette wird immer größer und auch noch alles reguliert. Es ist ja bei Bitpanda, die Sache ist ja reguliert. Was nützt mir das, wenn ich jetzt mir einen Plan mache, Staking Rewards zu bekommen, um Cashflow zu generieren. So, und dann ist wie bei Coinbase auf einmal, oder nicht bei Coinbase, aber bei Kraken auf einmal, so alles Staking wird abgeschafft. Also kannst nicht mehr staken. Naja, als Europäer schon noch, aber das betrifft halt die Amerikaner, die dürfen nicht mehr staken. Also Europäer kannst du schon noch staken auf Kraken. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Du hast die Sicherheit, dass du langfristig in ein Produkt investieren kannst und einen Ertrag erhältst sozusagen und nicht, dass die Börse dann verschwindet wie bei FTX oder Binance jetzt im Moment, wo man auch nicht weiß, wie lange werden die jetzt noch da sein. Ja. Da geht Bitpanda auf jeden Fall den richtigen Weg und dadurch dauert, glaube ich, auch alles länger. Weil du musst dir vorstellen, wenn die ein Produkt jetzt herbringen, dann müssen das mal zum Legal Team, das schaut sich das Produkt an, dann müssen die noch Verbesserungen dran machen, dann müssen sie die Lizenzen dafür kriegen in allen europäischen Ländern und dann wieder geht das wieder zurück zum Produktdesign, die müssen dann wieder Anpassungen durchführen etc. Natürlich dauert das alles länger als irgendeine chinesische Firma, die was programmiert und das gleich auf den Markt haut und dann, ja, wenn es nicht funktioniert oder nicht legal ist, dann Pech gehabt sozusagen. Ja, Ja, das sind klar, halt genau. zwei verschiedene Herangehensweisen, ja. Ja, und ich meine, dass gebastelt, dass gebaut wird, merkt man ja auch. Also, ich habe jetzt schon lange nichts mehr im Chat gelesen, dass man in irgendwelchen in volatilen Zeiten nicht auf die Plattform kommt. Also, wenn es jetzt auch jetzt gerade, wo der Altcoin-Crash war mit 30% bei Polygon und hier Solana, habe ich eigentlich nichts gehört, dass keiner seine Sachen verkaufen oder kaufen konnte. Also, ich war am selben Tag noch da, habe ein bisschen was umgeschichtet in Polygon. Hat reibungslos geklappt. Und das war ja auch mal damals so ein Problem, dass man, gerade wenn es an einer Kryptobörse hoch herging, dass man nicht auf die Plattform kam, dass man bei Bitpanda sich nicht einloggen konnte. Hast du da nochmal irgendwas von mitbekommen? Also ich habe jetzt echt nichts mehr gehört. Also das Problem haben wir jetzt schon länger nicht mehr gehabt. Aber das ist eher auch so ein Bullrun-Problem, glaube ich. Wenn wirklich alle zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen wollen und dann wirklich auf die Minute genau wirklich so viele Leute online sind, ich glaube, da haut es einfach die Server zusammen, ja. Sind einfach die Server überlastet, ja. Ja, aber wie gesagt, ich denke mal, dass sie in dieser Hinsicht auch am Bauen sind, da was machen, weil das war klar, im letzten Jahr ist ärgerlich für viele, die dann gerade drauf wollen, aber daraus lernt man ja auch wieder, was dann Ja, ich glaube, im seit sie bei Amazon sind, glaube ich, seit die Amazon-Server irgendwie da verbunden sind, muss man sagen, ist eigentlich die Performance von Bitpanda 24/7 online. Also ab und zu. Ich habe jetzt nicht gemerkt, dass die Plattform down war. Aber wir können auch mal in den Chat fragen, es sind ja eh genug Leute da. Was sagt ihr? Habt ihr irgendwelche Downtimes erlebt in letzter Zeit? Also mir wären keine aufgefallen. Die Ledersocke kommt immer wieder rein. Ja. Okay, scheint keiner was sagen zu wollen.
Aber mir wären jetzt keine Downtimes auf jeden Fall aufgefallen. Waren zwei, ein paar neue Coins waren auch dabei, ja. Aber ich wollte von dir noch wissen, was du zum Bitpanda Club sagst. Ja, stimmt. Das bist jetzt einfach so drüber gesprungen. Genau, da waren wir stehen geblieben. Ja, das ist am Anfang natürlich ein bisschen blöde gelaufen mit der E-Mail, die gekommen ist, einen Tag vorher, dass das Plus-Programm nicht mehr da ist. Und dann einen Tag später erst die neue E-Mail mit dem Bitpanda Club. Aber gut, wir wussten ja, dass ein Feature kommt. Hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können, ja. Aber ja, ich bin jetzt auch mal gespannt auf die ganzen Sachen. Also ich habe auch das Plus-Programm eigentlich noch gar nicht so im Gebrauch gehabt, also noch gar nicht so benutzt. Aber ja. Ach so, hast du das auch Wegsenden nicht gesperrt bei Bitpanda oder irgend sowas? Nee, ich hatte es nicht gesperrt. Okay. Ich werde mir jetzt mal überlegen, ob ich. Telefonsupport? Hast du den mal genutzt, den Telefonsupport damals beim Bitpanda Plus? Nee, auch noch nicht. Also das Einzige, was ich gemacht habe, wie ich dann auf VIP 5 aufgestiegen bin, dass ich mal kurz nachgefragt habe, wann das dann das Pluszeichen kommt. Und das war vom Support her, binnen 2 Stunden hat das gedauert, da war alles hintereinander. Aber sonst habe ich eigentlich auch noch keine großartigen Probleme mit Bitpanda gehabt. Aber ich mache auch nicht so viel. Klar, ich schichte ab und zu ein bisschen um. Aber bislang, also hat alles super geklappt. Trotzdem ist und gut die Webinare? Reden. Was sagst du zu den Webinaren? Freust dich da schon ein bisschen drauf, ein paar Insights zu bekommen von Bitpanda? Da freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe mal, dass da auch ein paar strategische Webinare mit bei sind. Klar, unter anderem auch, was die so machen, aber vielleicht auch ein paar Anlageideen, die man komplett auf Bitpanda machen kann. Und solange wie die Sachen kostenlos sind, also kann ich jedem nur empfehlen, sich bei Webinaren anzumelden. Es gibt nicht nur über Bitpanda auch andere Webinare, die immer wieder, wieder von der Bodo Schäfer Akademie gibt es Webinare, die sind immer wieder interessant. Und ja, wenn man sich da mal ein bisschen umguckt, sind die kostenlos. Und also so 2 Stück im Monat mache ich mindestens, die ich mir dann abends anhöre. Denn man lernt immer nur. Man kann immer irgendwie was aus diesen Seminaren mitnehmen. Und ich denke mal, da wird bei Bitpanda auch was bei sein. Dann. Oder was meinst du? Ja, ich bin schon gespannt, wie sie das aufbauen werden. Und weil es sollen ja nur die VIP 5 Zugriff drauf haben. Das soll ja nicht frei verfügbar sein, so wie ich das verstanden habe. Also kann ich mir schon vorstellen, dass sie da ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Aber ja, man muss sich da überraschen lassen. Ich bin vor allem gespannt auf den Success Manager, was der für Verbesserungsvorschläge hat, was der für Optimierungsvorschläge hat, um das Portfolio zu maximieren, ja, also die Performance zu maximieren. Ich könnte mal sagen, alles in Best swappen und dann vernünftige oder noch mehr Sachen launchen. Dann das ist die Rolle des neuen Success Managers. Genau. All in Best, Leute, genau. All in Best. Und Panthos. Nein, wie gesagt, ich bin auch mal gespannt, was da so kommt. Vielleicht werde ich das auch mal in Anspruch nehmen. Also wirklich mal, dass man drüber guckt. Ja. Und das vielleicht dann, da könnte man sogar ein Video drüber machen. Bin jetzt sowieso am gucken, dass ich so einige Sachen von mir, was ich jetzt umschichte, das auch mal ein bisschen transparenter mache. Weil ich habe mir ein paar Positionen aufgebaut, letztens noch von The Graph und auch Polygon nochmal umgeschichtet, dass man so ein bisschen verfolgen kann. Vielleicht nicht alles so wie du jetzt, dein Portfolio-Update, aber dann auch mal eben sagen, zeigen, wie dann ungefähr so die Ziele sind. Weil ich habe jetzt, stehe kurz vor dem einen Ziel zum Beispiel, ich hatte mir vorgenommen, 20.000 The Graph zusammenzubekommen und die dann auch eben zu staken, weil ich eben eher auf Cashflow gehe, dass man Cashflow rausbekommt. Und ich glaube, im Moment sind es 7,6%, die man dabei The Graph bekommt. Und ja, die habe ich jetzt fast zusammen. Ein bisschen fehlt noch, aber es gibt ja jede Woche, kriege ich glaube ich mittlerweile 30 Stück dazu. Und also stehe kurz vor den 20.000. Ja, das geht dann von selbst. Ja. Ja. Muss man eigentlich nur geduldig sein. Das ist ja bei Best auch. Und wenn jetzt eben durch dieses Zinsprodukt wirklich Leute angelockt werden und wie wir vorhin schon besprochen haben, jetzt sind es glaube ich noch 6.700
was der Ledersocke vorhin sagte, 6700 WIP5, die vom Circulation Supply, glaube ich, die es WIP5 geben kann. Und irgendwann, wenn die 250 Millionen geburnt sind, dann sind es nur noch 5000. Und das ist wirklich nicht viel. Ja, das ist wirklich nicht viel. Also 5000 VIP5 für eine Plattform, die mehr als 400 Millionen Anmeldungen hat. Gut, wir wissen nicht, wie viele Leute jetzt aktiv sind auf Bitpanda, aber ich schätze mit so 10% davon mindestens, ja. Und also da ist noch viel Platz nach oben, glaube ich, was beim Best ist. Die Frage ist, ja, wie schaut's aus? Bringen Sie ihn mehr auf die Plattform ein? Die Leute waren jetzt so ein bisschen enttäuscht vom letzten Update, habe ich das Gefühl, weil es ja also der Club war ja kein richtiges Feature sozusagen, sondern war ja eigentlich nur eine Umgestaltung eines alten Features. Und ich glaube, da haben sich die Leute mehr erwartet, dass da ein bisschen mehr kommt. Aber ja, wie siehst du das? Hast du das auch mitbekommen? Waren die Leute ein bisschen enttäuscht oder auch im Telegram? Ja, schon. Aber wie gesagt, also die letzten Features, die rausgekommen sind, jetzt Best ist mit eingefügt worden in das Zinsprodukt. Und ja gut, jetzt haben sie beim Club, das hatten wir vorher auch schon, das Early Adopter Programm. Da ist bislang auch noch nicht viel gekommen. Gut, vielleicht kommt jetzt mehr, dass sie da was machen. Ich glaube, das letzte Early Adopter war das Hebeltrading, wo wir Genau, das Leverage Trading, da wurden genau, die Leverage Leute Trading, richtig. eingeladen, Genau. genau, 2x. Also wenn zum da Testen. ein bisschen mehr kommen würde, ja, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und wirklich mal gucken, weil du sagst ja vorhin schon, sind ja nicht nur Webinare, sind auch Teilnahme an exklusiven Veranstaltungen. Vielleicht machen sie auch wirklich mal, dass sie ein Treffen in Wien machen für die WIP5. Ja, ein Muss man. Community-Treffen in der Bitbanner-Zentrale. Ja, aber Und warum denn geht nicht? schon. Warum denn Ja, nicht? Das, ich glaube, das wäre lustig. also, wenn Sie da einen Raum haben oder vielleicht auch mal irgendwo eine Führung machen für die VIP5, die können ja mit Anmeldung machen oder je nachdem, jetzt vielleicht 30 Stück oder so vielleicht nur geben oder nur sein können, dann die ersten 30, die sich anmelden. Aber ich denke, man hätten schon einige Interesse dran. Ja, Und glaube ich gut, auch. Ja, ich ja. bin gespannt, was in die Richtung kommt auf jeden Fall. Sie haben ja gesagt, Sie wollen immer mehr zum Club hinzufügen. Ja, müssen wir einfach schauen, ob Sie sich dran halten und wirklich jetzt dann regelmäßig was launchen da auch. Und sich das nicht wieder alles ewig zieht. Ja, davor, glaube ich, haben die Leute jetzt ein bisschen Angst, dass sie das neue Feature gelauncht haben, sagen, sie machen was und das zieht sich jetzt dann wieder ewig, bis was kommt. Aber ja, das liegt jetzt in Bitpandas Hand, glaube ich. Ja, aber ich sag mal so, es hat sich ja schon ein bisschen was getan. Es war natürlich wieder blöd mit dem Team, was sie rausgeschmissen haben, mit Terry und David. Und da sind ja noch mehrere mitgegangen worden. Aber ich muss dazu auch sagen, in der Telegram-Gruppe, der Flo, der kümmert sich. Also die Kommunikation ist gut geworden. Und wenn es jetzt so bleibt, ich sag mal, dann werden die Leute vielleicht da auch zufriedener werden. Ja, und sie Also haben ja schon ein neues Team, also es kommt wieder Content halt nur von einem anderen Team. Das haben sie outgesourced. Das heißt, es wird auch wieder Video-Content kommen. Ich bin mal gespannt, ob er besser ist jetzt, qualitativ noch hochwertiger, wenn sie den outgesourced haben. Ja, da bin ich auch gespannt, was sie da mal schauen, wenn es eine geplant haben, professionelle was Firma noch macht, wenn kommt. es jetzt wirklich eine professionelle Firma macht, dann sollte was bei rumkommen. Aber ja, wie gesagt, da können wir uns auch nur überraschen lassen. Aber wie gesagt, was wir ja noch sagen wollten, weil wir ja nächstes Jahr auf die Stuttgarter Messe wieder wollen, weil es gerade um Veranstaltungen ging. Also wer da Lust hat, wir werden uns, ich denke mal, ja, Freitag oder Samstag ist sie ja. Am 26. 27. April, da hatte ich mit dem Henry schon abgesprochen, dass wir uns abends irgendwo mal einkehren zum Essen oder auch mal ein Bierchen trinken. Also wer da auf der Messe ist und Lust hat mitzukommen, der ist dann gerne gesehen, mit dabei zu sein. Ich denke mal, da werden wir uns einen schönen Abend machen, Henry, oder? Ja, auf jeden Fall. Müssen wir nur schauen, wie viele Leute dann kommen. Wir werden eine kleine Voranmeldung machen, weil wir dann auch einen Tisch reservieren wollen, damit wir auch sicher einen Platz haben. Und
Ja, da werden wir einfach gemütlich essen, was trinken, ein bisschen quatschen und dann werden wir uns eh schon ins Hotelzimmer verziehen, weil am nächsten Tag ist ja dann der zweite Tag der Messe. Ich denke mal auch, aber ich glaube, das wird ein netter Abend, denke ich. Ja, ich denke mal auch, dass es dann an dem 25. direkt sein wird, an dem Freitag, weil die Messe, also letztes Mal ging sie samstags bis 17 Uhr und dann fahren viele auch. Die meisten, also freitags ist auch um 17 Uhr Feierabend da. Und wenn man dann sagt, um 19 Uhr trifft man sich da oder um 18 Uhr irgendwo, aber das werden wir auch noch vorher bekannt geben, da finden wir bestimmt was Feines und dann trinken wir mal ein schönes Stuttgarter Hofkreuz zusammen. Ja, das Gewinnspiel dürfen wir nicht vergessen. Gell? Die Best Cap wird verlost. Ich trage jetzt alle Namen ein von den Leuten, die jetzt da sind. Und dann ziehen wir mal den Gewinner. Währenddessen musst du die Leute noch ein bisschen unterhalten, Werner, während ich da die Namen... Ja, genau. Trag du das ein und du müsstest das aber nur aufzeichnen und müsstest mir das dann nachher rüberschicken. Oder du müsstest mir die komplette Datei wieder nachher rüberschicken. Weil ich zeichne es jetzt auch. Ach so, auf. Ich habe jetzt gar nicht aufgezeichnet, aber ich kann dir das Stück aufzeichnen. Dann zeichne ich das kleine Stück auf und ich schneide es dann nachher rein, damit wir es auch alles ordnungsgemäß haben. Aber wir haben ja auch eine Moderatorin mit dabei, die Antje. Die kennt uns ja auch mittlerweile schon und das geht alles mit rechten Dingen zu. Ja, und ein bisschen Werbung wird ja heute auch schon für Best gemacht. Wie gesagt, auf dem Hurricane Festival. Chris ist da mit Bitpanda-T-Shirt. Aha. Ja, echt eine coole Sache. Und ich finde es sowieso cool, wie viele schon teilweise auf Reisen sind und dann den Merch anhaben. Ja, es ist schon praktisch. Es ist gleich Werbung für Bitpanda. Ja, klar. Also, der Dr. Best hat jetzt auch noch ein Paket bekommen. Da kriegt der Chris auch noch Merch. Und da werden sie jetzt öfters Gewinnspiele machen, auch jede Woche zu den Gewinnspielen, die wir eh schon machen. Und ja, ich finde, das ist immer eine coole Idee. Ich glaube, dann könnte ich den, oder mache ich, verlinke den Twitter-Account vom Dr. Best, verlinke ich unten mit in der Beschreibung. Und ja, dann kann man da natürlich auch noch demnächst ein bisschen was gewinnen und Werbung für Bitpanda machen. Ja, und erkannt wird es auch, wie gesagt, ich hatte ja den Hoodie an vom Panthers auf der Stuttgarter Messe und selbst der Markus Miller hatte mich dann angesprochen, gefragt, ob ich von Bitpanda oder Panthers wäre. Also er kennt Bitpanda und Panthers auch. Da hat man nur in dem Moment nicht so viel Zeit zu sprechen, weil er zu seinem Vortrag musste und just in dem Moment weggerufen wurde. Aber war schon ein cooler Vortrag und da werden wir dann auch, also nächstes Jahr auf der Messe gucken. Ich werde mit dem, ich werde den Richie nochmal anschreiben von der Messe, der das organisiert, das mitorganisiert, ob wir da Videos machen können von den Vorträgen, gerade von den Krypto-Vorträgen. Und wenn Bitpanda da wieder da ist, so wie jetzt der Robert Perci, es war ein richtig super Vortrag, den er da gehalten hat, ob man da dann auch, ob man das aufzeichnen kann, komplett darf und das dann eben auch hinter auf YouTube hochladen. Ich habe gesehen, aber es war von der Börse Stuttgart, glaube ich, selber Beiträge, die sie auf YouTube hochgeladen haben. Aber ich denke mal, dass da so, gerade wenn es Bitpanda technisch ist, dass man da Mitschnitte machen darf oder machen kann und die dann auch hinterher auf unseren Kanälen hochlädt. Ja, wichtig ist nur, dass wir es vorher mit dem Richie absprechen, dass er das auch genehmigt, nicht, dass man da irgendwas also nicht, dass es dann Probleme gibt im Nachhinein. Ja, klar. Das sollten wir schon mit ihm besprechen. Aber ich hatte mich mit ihm auch eine ganze Zeit lang unterhalten, der ist schon richtig cool drauf, also der macht das auch gerne. War auch die ganze Zeit in der Lounge präsent. Mit ein paar anderen hier. Mirko war da von Bitcoin2Go. Blockchainer, der war richtig präsent. Hier der Roman. Der war immer umgarnt von ein paar Leuten. Ja gut, der Kanal ist jetzt auch schon riesig. Ja, ja klar. Ich weiß gar nicht, wo der gerade steht, aber ist auch schon riesig gewachsen. Ja. Warte kurz, wir haben gerade eine Nachricht. Zwei Nachrichten. Einmal Ledersocke, super Idee. Ich glaube, das ging noch um, da ging es noch um das Treffen. Ja, genau. Ja. Und dann war noch die zweite Nachricht, schade, dass Bitpanda selbst nichts verkauft mit Vorteile für Best-Vips. Ja, das finde ich auch schade, dass es keinen Merch-Shop gibt für uns, weil wir könnten ja, sie könnten ja den Erlös nehmen und in Best burnen zum Beispiel, wenn sie nichts einnehmen wollen daran. Ja. Wir haben doch ein
Success Manager, und wir haben doch auch in dem neuen Club ein Vorschlagswesen, was man verbessern könnte. So, vielleicht wäre Ja, es ja wirklich da mal können zu wir dann überlegen. unsere Liste Ja, hinschicken. vielleicht wäre es aber wirklich mal zu überlegen, ob man sowas outsourcen könnte, dass sich da einer drum kümmert und dann wirklich mal guckt, dass das eben Merch gemacht wird, wo Bitpanda was dran verdient, wo der es organisiert, noch was dran verdient, und jeder hätte dann, jeder, der haben möchte, würde Merch bekommen. Ich weiß nicht, warum sie es noch nicht gemacht haben. Hast du da irgendwie eine Info, warum sie es noch nicht gemacht haben? Nee, leider, also gar nichts. Ich weiß nicht, Aber da könnte man ja mal warum noch nachfragen, ob keiner man da das, ist. ob man das irgendwie Aber ja, outsourcen könnte. ja, ich finde, das ist eine super Idee. Ich fände auch Plüschtiere cool. Ein Ja, gut, kann Panda. man ja. Panda-Plüschtier. Ja, stimmt. Ja. Mit einem Bitpanda-T-Shirt an. Nein, keine Ahnung, aber da könnte man ja extrem viel machen. Von Heferl bis zu alles Mögliche, ja. Und ich glaube, das würden die Leute auch kaufen, um den Best zu unterstützen. Mal gucken, Bender schreibt gerade, beim Erreichen von VIP 4 bzw. 5 könnte es Merch geben, wäre gut. Finde ich auch. Also ich sag mal, wer dann diese Stufe erreicht, VIP 4, der hat schon mal eine gewisse Summe investiert, und ich denke mal, so ein T-Shirt kostet ja auch nicht die Welt, oder eine Kappe kostet auch nicht die Welt. Und dann gerade den neuen VIP 4 oder VIP 5 dann irgendwie was zu geben, ja, wäre nicht verkehrt. Wie Ja, gesagt, die ich. würden sich sicher freuen, Ja. ja. Einfach. Oder Oder dass man schon sagt. dass man es beantragen Ja, kann. das. Ich möchte das haben. Ja. Ich meine, man muss jetzt nicht vielleicht jedem, der jetzt gerade VIP 4 wird, der es gar nicht haben möchte, irgendwas schicken, aber dann irgendwie einen Haken klicken, ich möchte Merch oder das Merch haben oder das und das. Oder man kann sich aussuchen, eine Cappy oder ein T-Shirt, und dann das da eben verschicken. Ja. Es wurde noch geschrieben. Ich würde ab VIP 1 eine Kleinigkeit schenken. Ja, ab VIP 1 ist, glaube ich, ein bisschen zu niedrig. Bei 10 Best, dass man dann schon Sachen rausschickt. Wir könnten Community-intern die Leute belohnen, irgendwie, wie ihr schon schreibt, mit dem Duftbaum oder so, wenn sie eine gewisse Stufe erreicht haben. Also Das Duftbäume, könnten wir uns überlegen. wer einen Duftbaum haben möchte, schreibt's bitte unten in den Chat, nicht jetzt in den Chat oder hinterher, ich lade das Video hoch auf YouTube, entweder im Discord-Kanal schreiben oder in die Kommentare. Ich habe noch jede Menge Duftbäume in Vanille zu Hause mit Bitpanda, also die kann ich auch, wenn es Deutschland ist, verschicken. Ansonsten müsste man nochmal gucken, wenn es Österreich ist, weil da kostet auch so ein Brief, ich glaube 10,99 € an Porto. Weil alles, was Ja, von verwahrlos Deutschland nach ist, Österreich ist es ein bisschen dann müsste ich nochmal anstrengend, ja. ein Pack wegschicken oder mehrere wegschicken. Oder hier der Xani Vienna, dem habe ich auch noch ein paar mitgegeben. Könnte vielleicht über den laufen. Aber das stimmt schon. Also VIP 1, jetzt jeden VIP 1 würde ich auch nicht unbedingt dann eher vielleicht ab VIP 3 anfangen, eine Kleinigkeit. Und dann lieber noch ein paar mehr Features machen für VIP 1. Kleine Features, wo man dann irgendwie eben auf der Plattform was bekommt. Das wird, glaube ich, mehr locken. Jetzt, also ich glaube Eine schon, dass da Mystery einige. Box oder so. Beim Anmelden kannst du 10 Best gewinnen, bis zu 10 Best gewinnen. Irgendwie so. Ja, oder auch, Meldest dich an über den ja, Link und. kleine Gewinnspiele. Vielleicht jeder, der tradet und noch kein Best VIP ist. Dann, ich sag mal, wenn jetzt 1000 Leute getradet haben oder so, davon dann eben 20 VIP 1 verlosen. Natürlich auch die Leute, die es dann bestätigen müssen, wenn ich getradet habe, dann möchtest du an der Verlosung für VIP 1 für 10 Best teilnehmen, ja oder nein, Haken machen, weil ich bin auch nicht jetzt der Freund davon, jetzt irgendeinem was unbedingt aufzubürden, der es nicht unbedingt haben möchte. Aber es ist ja genau wie beim Spotlight. Da kann man es ja auch anklicken, wenn man es haben möchte, oder eben nicht. Und ja, das wäre vielleicht eine Idee, sowas dann zu machen. Ja, das nächste Spotlight ladet auch schon. Also für die Leute, die sich fragen, was nach Mobox kommt. Also, ich habe den Namen vergessen. Wie heißt das neue? Bam, bam, bam. Ich muss kurz einmal nachschauen. Ich, ja. Steht schon nicht, dass Kasper. man. Kasper kommt als Kasper, nächstes. Ja, ja, stimmt, das da sammeln sie passt. gerade die Summe zusammen für Speedrunner Spotlight. Ja, die haben sie aber Und. schon relativ schnell zusammenbekommen. Ich hatte das mit beim Chat drin geschrieben, im Telegram. Die haben ja das
Projekt gelauncht und Ist sind da schon, ist schon, schon. ist schon voll. Ja, ich meine, ich hätte gelesen, wäre voll, ja. Ist auch keine schlechte Idee, sowas zu machen. Und Stimmt, ja, ist schon voll, ja. Das heißt, Kasper wird dann als nächstes Spotlight wahrscheinlich kommen. ja. Ja, ich finde das auf jeden Fall gut, dass da auch immer weitergeht, dass da immer neue Coins dazukommen. Gut, jetzt wo die App da ist, wird es für die Allgemeinheit halt weniger im Schnitt geben, wahrscheinlich. Das Ja, stimmt, aber wie gesagt, das ist was umsonst. Das ist was meiner Meinung nach eben für die kleinen VIPs, für die VIP 1, dass die dazukommen. Also ich habe dadurch, durch Spotlight, habe ich auch schon ein paar Leute eben, die noch keine Best hatten, eben dazu gebracht, 10 Best zu kaufen und dann daran teilzunehmen. Und Und einfach nur die Spotlights zu claimen. Ja, es sind Kleinigkeiten. Das summiert sich ja auch. Das wie viel das Spotlight ist es jetzt mittlerweile schon? Das weiß gar nicht. Neunte, siebte? achte, neunte oder sowas könnte hinkommen. Irgend sowas, ja. Also, ja. Ich müsste aber mir ins Ich Portfolio hoffe gucken, es. ob wir alle behalten. Ja, ich müsste jetzt auch nachschauen, aber. Ja, was meinst du? Wie weit ist es mit der Verlosung? Hast du alle eingetragen schon oder noch nicht? Ich habe jetzt alle eingetragen, bis auf den Togger, weil der ist neu dazugekommen. Stimmt. Den trage ich noch schnell Okay. ein. Und Aufnahme drücke ich noch, dass ich einen Videobeweis habe dafür, dass das random gezogen worden ist. So, und jetzt ziehe ich schon den Gewinner und Ja. gewonnen hat der Pit. Gratuliere. Du hast eine Cap gewonnen. Kannst mir unten in die Kommentare schreiben oder auf Discord schreiben, welche Cap du haben willst. Ob du jetzt eine Bantos oder eine Bestkappe haben willst und ja, ich schicke dir die dann rüber. Ja? Also schicke ich sogar schon morgen weg. Soll dann so ungefähr in 10 bis 14 Tagen ankommen. Also bei den anderen hat es immer so 10 bis 14 Tage gedauert. Nach Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wo du zu Hause bist, Pitt. Aber wenn du in Deutschland bist, dann ja, dauert es ein bisschen länger. Ja, ich sehe, er Wenn du in schreibt Wien gerade. bist, Glückwunsch auch er von schreibt mir. gerade. Ja. Ah, schau, da ist der Dr. Best. Jetzt können wir den auch mal reinschalten. Ja, genau. Meine, bei der Verlosung war ja nicht so schlimm. Er hat ja Merch bekommen. Hallo erstmal, den Dr. Ach so, Best. ja, der Best wäre ja nicht in der Liste dabei gewesen, jetzt beim So. Merch Richtig. verlosen. Aber, ja. Der Pit freut sich, das finde ich gut. Im Chat geht es auch ab. Ja, Ja, Leute, absolut. am Sonntagsplausch, da können wir die Gewinnspiele in der kleineren Runde auch machen. Da kommt es bei den aktiven Leuten an. So finde ich das Ja. persönlich irgendwie besser. Ich weiß Kannst du nicht. den Dr. Best denn mit dazuschalten? Ich habe ihn eingeladen. Er müsste nur auf Ah, Annehmen okay. klicken. Ach so, weil ich die Hand da sehe. Also, wenn er sprechen möchte, wär cool, weil es ist ja, wie gesagt, bist ja auch ziemlich viel im Twitter ist präsent. Und ja, best in die weite Welt hinaustragen. Ja, wo wir gerade dabei sind, auf dem Dr. Best-Kanal wird es dann noch mehr Gewinnspiele geben zum Merch, ja, bei uns hier im Discord auch natürlich. Und der Chris wird dann auch ein bisschen was verlosen. Der kriegt dann auch noch ein Paket, so wie ich das verstanden habe. Also auf breiter Front wird es jetzt Merch geben. Also ich glaube, da werden alle was abbekommen. Das hört sich auch schon mal gut an. Sag mal, drei Merch-Sachen damals vom 500er sind auch angekommen. Haben sich auch alle gefreut drüber. War auch jemand aus dem Discord hier, der eins gewonnen hat, ein T-Shirt. Dann eine Dame aus Österreich, die hat sich richtig über die Käppi gefreut. Also schon, ich meine, es machen ja auch die Leute mit, die gerne sowas haben möchten. Ja klar, wenn du es nicht willst, dann machst du nicht mit. Henry, ich würde gerne ein Interview mit Dr. Best hören, wenn er sich freut oder traut. Wenn er sich freut oder traut, ja. Ja, ich bin offen dafür. Wäre mal auf jeden Fall interessant, auch noch mehr Leute zu hören. Überhaupt finde ich Leute, die mehr jetzt in Best investiert haben, ihre Motivationen dazu. Ich habe auch schon ein paar Wale angefragt, die wirklich viele Best halten, also wo die Bestanzahl über 1 Million liegt, aber die wollten alle nicht. Ja.
ich kann nur sagen, die sind sehr, sehr bullish. Ja, also vor allem wegen dem begrenzten Anzahl der VIPs, ja. Also die, das Verhältnis von wie viel VIPs sind möglich und wie viele User sind jetzt schon auf Bitpanda. Das geht einfach so weit auseinander, dass die das so bullish sehen, dass die das einfach halten und sogar aufstocken noch weiter. Ja, fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Leider will keiner ein Interview machen, außer der Helmut. Der war der einzige Wal, der sich bereit erklärt hat, ein Interview zu führen bis jetzt. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir noch ein paar. Ich muss weiter angeln. Vielleicht kriege ich noch ein paar Wale an die Angel. Wir hatten ja sowieso vor, auch in unserem Podcast mal den einen oder anderen einzuladen, weil es gerade da unten steht, ja, Leute aus der Community wären cool. Also wir haben da schon Pläne, auch mit dem Podcast, den wir jetzt gelauncht haben. Also 3 Folgen sind da schon auf Spotify zu hören, wenn ihr da Zeit und Lust habt. Und ja, da wollen wir auch anfragen, ob da ein paar Leute mal aus der Community. Ich meine, im einen war die Claudia ja schon mit dabei. Das ist richtig gut angekommen. Der ist allerdings noch nicht bei bei Spotify gelauncht, wobei, Henry, ich glaube, den könnten wir ja auch mal mit dazu packen. Ja, ja klar, können wir alle hochladen eigentlich. Ja. Die alten auch noch. Ja. Genau. Und vielleicht mal beim Bender, glaube ich, nachfragen. Der ist ja auch gerade hier im, wollten wir, glaube ich mal, du irgendwas vielleicht mit Sicherheit. Dann machen wir aber dann, wenn wir einen Gast haben, ein 3x7 Special raus. Sprich, dann nehmen wir uns drei Themen und nicht nur 7 Minuten, sondern ich denke mal doppelte Zeit. Weil wenn wir dann mit mehreren sind, dann. Ja. Damit wir auch alle Fragen richtig stellen können, etc. Das werden dann einfach längere Videos werden. Und vielleicht den Kurzi mal nachfragen, ob der mal Lust, Zeit hat. Aber wie gesagt, da werden wir uns jetzt, wenn ein bisschen mehr Zeit bei uns auch da ist, weil ihr merkt ja selber, dass der Henry im Moment jede Menge Content raushaut, also sobald wie irgendwas aktuell ist. Henry, dann bist du ja binnen 2-3 Stunden mit dem Video parat. Richtig cool. Ich versuch's. Ich schaff's nicht immer, aber ich versuch's. Ja. Also gib mein Bestes. Leider haben wir den Kontakt zu Bitpanda ein bisschen verloren durch das Umgestelle. Das, ja, jetzt hoffe ich, dass wir nochmal eine Kontaktperson zugewiesen bekommen, die die Infos wieder zuschanzt, sozusagen. Da schaut es auf der einen Seite jetzt ein bisschen mau aus, was ich auch ein bisschen schade finde. Jetzt hat der Robert noch geschrieben, sowas wie ein Best-Kreditprogramm wäre cool, wo die Rewards zurück zu Bitpanda fließen, bis die Summe beglichen ist. Da gäbe es bestimmt ein paar VIPs mehr, die nur dadurch VIP 4 oder 5 werden, um andere Vorteile voll zu erhalten. Aber ich glaube, sowas haben sie jetzt im Moment vor. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das jetzt im Moment gerade der Plan ist von Bitpanda. Weil wir haben gesehen, der Christian hat jetzt gewechselt zu Bitpanda AI, ja, und der Victor ist nachgekommen. Und der Victor hat vorher eine Landing-Plattform schon aufgebaut. Ja. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass sie den extra ins Team geholt haben oder fürs Team geholt haben, weil er schon Erfahrung mit Landing hat. Ja, das heißt, vielleicht sehen wir in Zukunft auch ein paar Landing-Produkte. Da hat Bitpanda ja auch gesagt, dass sie in die Richtung gehen wollen. Und wenn da auch wieder Best mit reinfließt, das wäre natürlich auch gut. Also wenn da auch wieder Best mit reinfließt, wäre natürlich auch cool. Denn je mehr Best integriert wird, desto... Der Dr. Best hat Probleme mit dem Ton. Ich weiß nicht, wie das ist. Man muss irgendwo, glaube ich, auf Annehmen drücken und dann ist man im Chat drinnen. Weil ich sehe die Hand auf seinem Symbol, dass da irgendwas. Das ist die Einladung, aber ihr müsst jetzt eigentlich eine Nachricht bekommen. Ein VIP5 Discord-Channel. Ja, das wäre nicht schlecht. Im Goldclub ein eigener Treffpunkt sozusagen für die ganzen Goldclub-Member zum Austauschen. Vielleicht mit Unterkategorien, wo jeder seine Trading-Ideen reinschreibt oder etc. Gute Idee. Da könnten wir coole Sachen machen. Und es wäre auch ein ziemlich elitärer Club, weil 50.000 Best hat ja nicht jeder. Das heißt, das wäre... aber ich sag mal so einfach, wie es jetzt im Moment ist. Natürlich ist es eine große Summe für einige.
17.000 Euro oder 18.000 Euro sind es jetzt, glaube ich, im Moment. Aber wenn man sich mal überlegt, dass es beim All-Time-High schon mal weit über 100.000 Euro waren, ist jetzt die Dann ist ein Möglichkeit. Schnapper. Dann ist jetzt Ja, ein Schnapper. es ist so. Ich es ist so. Ja, es ist eh so. habe mir auch Aber. beim All-Time-High nie gedacht, dass ich so schnell aufstocken würde auf VIP 5. Aber jetzt zu diesen Preisen, irgendwo bei 30 Cent oder so, habe ich es dann gemacht. Zwar auch nicht planmäßig, ich habe ein bisschen was umgeswitcht, aber ich denke mir auch, jetzt über die nächsten Jahre so günstig wird man wahrscheinlich nicht wieder drankommen. Und eben, wenn je mehr Vorteile dann gelauncht werden, desto mehr hat man auch vom VIP 5. Der Togger schreibt gerade, könnte man doch sogar hier machen mit API-Abfrage. Ja, puh, da bräuchten wir jemanden, der sich den Bot so programmiert, dass das funktioniert. Müsste ich mir anschauen mal, ob das geht, wie das geht. Die Haben wir Frage das nicht ist, wie ein? viele Leute wollen ihre Bitpanda-API mit dem Discord verbinden? Das ist, also da hat man zu Bitpanda schon mehr Vertrauen als zu irgendeinem Discord-Channel. Deswegen glaube ich, ja, wir können es auch probieren, aber ich glaube, besser wäre es sicher, wenn es von Bitpanda selbst kommen würde. Ja, denke ich auch. Ja. Wobei man hier natürlich eine Unterkategorie machen könnte. Du könntest, ja. Ja, aber gut, dann weiß man nicht, ob es wirklich VIP5 sind oder nicht, die sich da einloggen, stimmt. Genau, ja, das, ja. Ohne Und bei der API. API vielleicht dann irgendwie tricksen oder so. Ja. Ja, aber Aber das Dr. finde Best, ich cool, so ein kleines Forum. Irgendwie in die Richtung. Aber Dr. Best, wenn das jetzt nicht funktionieren sollte mit dem Ton, wir können uns ja mal so zu dritt, nicht heute, aber dann machen wir mal einen Termin aus, dass wir uns mal im Henry Hard Talk treffen, dass wir mal quatschen und dann. Ich denke mal, wenn du Lust hast, dann könnten wir mal drei Themen nehmen und einen Podcast machen, den aufnehmen, suchen wir mal einen Termin und ja, vorher absprechen. Und ich denke mal, dass mit einem ganz normalen Mikrofon oder über Laptop kann man in dem Henry Hart Talk auf jeden Fall auch sprechen. Haben wir schon mit mehreren schon mal gemacht. Ja, wir können auch mal einen Twitter-Space wieder machen. Und schauen, wer alle auf Twitter joint, ob wir da eine größere Reichweite haben, weil im Discord erreicht das ja immer nur die Leute, die im Discord sind. Wir können ja abwechselnd mal einen Sonntagsplausch auch auf Twitter machen. Ja, klar. Ich glaube, bei letztem Das hat es Blöde auf nicht. Twitter ist immer nur mit dem Handy. Ja, da muss man ein bisschen herumspielen, bis das funktioniert. Ja, ich habe das letzte Mal sogar, das war sogar ein Twitter, Space, wo ich auf der Messe war. Hatte ich da mal kurz reingeguckt, aber da hattest du, glaube ich, keinen Ton. Der ist dann hinterher verschoben worden. Hat das Ja, dann nicht so genau, wir haben geklappt. das dann, ja, da hat das mit dem Ton nicht geschafft. Da hat der Bender den Space aufgemacht und dann konnte ich nicht sprechen. Das war ganz komisch. Wie ich dann den Space aufgemacht habe, dann ging es auf einmal, dann konnte ich sprechen. Das war total seltsam. Stimmt, das war der von Das ist noch ein bisschen verbuggt. Twitter Space für Floki damals, wo Floki als Genau. gelauncht wurde. Genau. Ja, so lange ist das schon her. Also gibt es das Spotlight jetzt auch schon eine ganze Ecke. Ja, also zieht sich dahin. Ich bin schon gespannt, wie viele Coins da insgesamt launchen werden, aber ja, wird Ja, ich auch. Auf sicher. jeden Fall werde ich alle behalten und dann mal gucken, wer sich dann am besten entwickelt von allen. Da. Ja, ich hoffe, wir haben einen Überperformer drinnen. So, ich Aleph Zero oder Veracity oder so, die vielleicht dann im nächsten Bullrun, wenn die haben ja noch nicht richtig performt, ja, weil die sind ja gekommen nach dem Bullrun. Ja. Das heißt, vielleicht sehen wir dort dann eine Überperformance. Das wären so die zwei Kandidaten, die ich da am stärksten sehe. Ja, Floki Veracity ist vielleicht auch, glaube als ich, der. Meme-Coin, ja. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht, dass wenn die Einer von den vielleicht Meme-Coins wieder Peko oder Turbo doch explodieren. nochmal im Bullrun. Das ist ja. Ja, wenn die Leute wieder verrückt werden und irgendwas ihr Geld reinballern, Ja. dann können die vielleicht ein bisschen anziehen. Der Dr. Best schreibt gerade, ich höre leider null, aber irgendwann demnächst gerne dabei.
Klar, wie gesagt, ich werde das hochladen, dann, wenn du uns jetzt gar nicht verstanden hast, dann wirst du ja mitbekommen, was wir jetzt so alles erzählt haben. Und dann können wir uns im Discord mal kurz schließen, irgendwie einen Termin mal machen für abends, uns drei dann im Henry Hard Talk treffen und dann was bequatschen und da machen wir dann einen schönen Podcast raus. Und auch wie gesagt, wenn ihr jetzt von der Community Themen habt, die ihr gerne besprochen haben möchtet oder hören möchtet, gern raus damit im Discord oder auch im Telegram ruhig schreiben, dann greift man die natürlich auch mit auf. Der Togger hat noch geschrieben, dass er Bitpanda geschrieben hat, dass Sparpläne vom Bitpanda-Euro-Konto auszuführen. Ja, das haben sich schon viele Leute gewünscht. Auch, dass man einfach von verschiedenen Assets in andere Assets umschichten kann, automatisch. Das wäre auch schön. Was ich Ja, richtig cool ich fände, hoffe. jetzt eine Option, dass man sich seinen eigenen BCI zusammenstellen könnte. Ist ja auch schon öfter mal vorgeschlagen worden. Oder dass man sagt, so, ich investiere jetzt, sag mal, 25 € jeden Monat in so und so viel Prozent Bitcoin, so und so viel Prozent BES dabei, so und so viel Prozent Pantos und dass man sich den selbst zusammenstellen könnte. Ja, einen eigenen Korb sozusagen aus Assets, seinen eigenen ETF sozusagen zusammenstellen, ja. Das fände ich mir auch keine schlechte Idee. Aber vielleicht kommt es dann mit dem AI, also dass sie dann in die Richtung gehen, AI-unterstütztes Trading, vielleicht mit ein bisschen so Vorschlägen schon, dass du nicht so, weil wenn jetzt müsstest du ja dir alles selbst zusammenstellen. Wenn sie dann die Bitpanda AI laufen haben, dann kann die Vorschläge geben, was optimal für dein Portfolio wäre. Ich glaube, in die Richtung werden sie das auch machen, aber ist nur so ein Gedanke. Genau, wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht auch noch was in diesem Quartal kommt. Die haben jetzt die beiden Sachen angekündigt. Also das eine oder andere kleine Feature ist ja möglich, dass sie jetzt noch am Basteln sind und nicht genau wissen, wann es fertig wird. Und dass aber vielleicht trotzdem noch was kommt in diesem Quartal. Ja, klar. Also ich denke schon, dass in einem Quartal bin ich mir nicht sicher, aber in diesem Jahr wird sicher noch was kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und wenn es dann soweit ist, dann kann der Bullrun starten. Wenn wir nicht schon drin sind. Ich meine, es ist ja wieder ein bisschen runtergegangen, aber ich denke mal, das hat sich seit dem Tiefpunkt echt gut entwickelt. Und jetzt mal gucken, wie die SEC so weitermacht, was da in Amerika so passiert. Aber ich denke mal, wenn sich das einigermaßen geklärt hat, dann wird es auch wieder hochgehen. Ja, es wird auch darauf ankommen, wie sich jetzt Binance verhält, ja, ob das noch ein paar Nachbeben hat sozusagen. Aber ich bin eigentlich ziemlich bullish auch. BlackRock jetzt mit ihrem Trust, den sie da angefordert haben oder eingereicht haben, ist ja eigentlich eine sehr, sehr bullische Nachricht auch. Interessant ist, die beziehen dann die Coins, also die BTC davon, müssen dann hinterlegt werden, weil man die 1 zu 1 tauschen kann. Und die wollen sie von Coinbase beziehen. Und wir wissen ja, Coinbase läuft ja für ihre institutionellen Investoren über die Bitpanda Tech Solution. Ja, das Das kann ich mir Einzige, was mich ein vorstellen. bisschen ärgert, ist, wir wissen noch nicht, tragen die zum Burn bei oder nicht. Ja? Weil wenn die zum Burn beitragen, ja, dann wäre ich sogar noch mehr bullish. Ja? Weil wenn es da dann mal losgeht, dass die traden, ja, was die für ein Volumen haben, ja, die machen ja auch Hochfrequenzhandel etc. Also da wird dann richtig geburnt. Aber vielleicht haben sie deswegen auch die Gold Membership eingeführt, weil du ab 100.000 Volumen bist du ja automatisch Gold Member. Die Frage Ja. ist, tragen die Gold Member zum Best Burn bei? Ja? Wenn Das das ist der noch nicht Fall ist, geklärt, dann oder? Das wäre ist, das glaube ich, noch ein, nicht ja, geklärt. das ist noch nicht geklärt, ja. Ja. Wir sollen angeblich in der nächsten Zeit auch noch mehr Infos zu den Tech Solution Partnern bekommen, wo wir den genauen Platz für den Best und was sie damit vorhaben, dann geschildert bekommen. Leider haben sie noch kein genaues Datum gesagt, wann das kommen soll. Ja. Aber ich glaube, da wird es dann auch noch ein paar Überraschungen geben. Ich könnte mir auch schon vorstellen, dass schon ein paar White-Label-Partner auch schon Best halten und deswegen das mit dem Circulating Supply nicht so richtig stimmt, weil die da nicht dazu gezählt werden, wenn die von denen gehalten werden wahrscheinlich. Also das ist nur so meine Vermutung. Ja. BlackRock ist natürlich eine Riesennummer. Ich weiß gar nicht, die haben, glaube ich, 10 Billionen an Volumen, an Trading oder an Assets, die sie verwahren, an Geld, die sie verwahren. Das ist schon eine Menge.
was dahinter steht. Ja, also wenn es nur 1% wäre, den ihr in BTC reinhauen, wäre das schon gigantisch. Also das könnte den nächsten Bullrun richtig auslösen, wenn der genehmigt wird, ja. Weil es kommt dann einfach Kaufdruck rein, den der BTC nicht aushält. Ja. Noch dazu, das Halving steht kurz bevor, das heißt, die Leute werden sowieso sparsamer mit dem, was ihr, die Miner werden sparsamer, wollen nicht so viel raushauen und das schiebt dann den Preis auch nach oben, wenn die Nachfrage da ist. Die Frage ist halt, wie sehr Binance jetzt da noch runterdrückt, ja. Mir kommt es halt so vor, jedes Mal, wenn der BNB fällt, dass CC Bitcoin und Ether verkauft, um den Binance Coin wieder hoch zu pushen. Also, ja, die haben nur, bei wenn man auf die Charts schaut. Der darf nicht unter $220 fallen, weil sonst irgendwie so eine Liquidierungswelle kommt, hatte ich jetzt irgendwo mitgehört. Und gut, geht ja auch davon aus. Ja, das kann gut sein, dass die so viel auf Leverage haben, mit ihrem Binance Coin gedeckt, dass wenn der unter einen gewissen Preis fällt, dass sie dann Arschkarte haben, weil dann alles in sich zusammenfällt. Ja. Und das kann schon sein, dass sie deswegen dann immer den Binance Coin hochpushen. Das sind jetzt alles nur Spekulationen, ja. Das kann man ja nicht beweisen, nicht wirklich. Aber es kommt halt einem komisch vor, dass jedes Mal, wenn der BNB fällt, dass die anderen Coins abverkauft werden und sich der BNB erholt, weißt? Das ist halt ein bisschen komisch. Ja gut, aber ich würde sagen, wir sind jetzt fast schon eine Stunde hier im Chat drin und würden, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Dann wäre ich auch gleich zusehen. Ja, gibt es noch was aus der Community? Hat noch irgendwer irgendwas, was er besprechen will? Torger schreibt noch auf dem Broker für den Traden. Das wird ja auch nicht der letzte Sonntagsplausch bleiben. Mal gucken, mit nächste Woche. Es kann sein, nächste Woche, dass ich das Wochenende nicht kann. Wir haben eventuell vor, wegzufahren bis Wochenende, aber das steht noch nicht genau fest. Aber wenn es nächste Woche wieder einen Plausch geben sollte, dann kündigen wir das natürlich wieder rechtzeitig an. Und dann sonntags, je nachdem. Ich glaube, diese Uhrzeit ist schon gar nicht so schlecht, 20 Uhr. Da ist nicht mehr ganz so heiß draußen und dann sind vielleicht nicht mehr alle so unterwegs. Ja, ich glaube, um 15 Uhr, da waren immer die meisten Leute unterwegs. Da bin ich ja meistens auch nicht da am Nachmittag. Und deswegen glaube ich, ist am Abend schon besser, wenn es so schön draußen ist. Ja, denke ich auch. Da sollten wir vielleicht die Zeit festhalten jetzt für abends. Das war, wenn wir den Plausch machen, ab 20 Uhr. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde. Es fragt gerade noch jemand, gibt es Infos, wann ETH Non-Locked Staking wird auf Bitpanda? Ich habe irgendwas gehört. Ich weiß aber nicht, ob es Bitpanda war. Ich glaube war's aber nicht. Dann, haben Sie nicht gesagt, irgendwas mit Juli? Oder, ich meine oder ja. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann auch sein, dass es Cake DeFi war. Dass ich es bei dem Julian Hosp gehört habe, dass sie das jetzt demnächst freigeben wollen, dass es entstaked wird. Weil da kann man auch staken, aber man kriegt nicht so viel, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, wie auf Bitpanda. Ich habe meins auch auf Bitpanda gestaked. Und das müsste eigentlich, ja, jetzt haben wir Juni, ich glaube Juli war es, hatten sie gesagt. Ich glaube auch Juli war es, ja. Das, aber gut, wird dann, denke ich mal, auch bekannt gegeben. Und das ist ja immer die Sache. Also für mich ist immer noch, ich gucke, dass ich Cashflow rausbekomme, dass das Geld verdient, dass die Coins verdienen, jetzt gerade im Bärenmarkt. Und wenn es dann wieder in den Bullenmarkt reingeht, dann, dann wird es da, denke ich mal, bei den Coins werden wir uns alle freuen können. Ja, ich denke auch. Also ich glaube, alle, die Bitcoin, Ethereum halten, die werden sich auf jeden Fall freuen. Und bei den Altcoins ist halt immer so,